Und damit herzlich willkommen zurück zu Open Transport Tycoon. Wir hatten ja in der letzten Folge ganz am Ende noch das Problem, dass ich hier einen Zug verirrt hatte. Bin mir nicht ganz sicher, woran das lag, aber ich nehme mal an, irgendwas mit den Signalen, falschen Signaltyp verwendet. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es mir einfach gemacht und habe einfach diesen ungenutzten Bahnsteig jetzt hier eben angeschlossen und dann sollte es dazu keine weiteren Verirrungen kommen. Wir starten durch. Das ist der Zug, der da diese Probleme hatte. Egal, jetzt sollte das Ganze passen. Ich habe natürlich auch die Anlage noch ein Stückchen laufen lassen, einfach um wieder Kohle verfügbar zu haben. Und wir bauen diese Rundstrecke, die ich schon mal angesprochen hatte. Und zwar über Wuppertal, Dortmund, Recklinghausen, Essen und Duisburg. Ran an die Arbeit. Erstmal setzen wir Bahnhöfe. Wuppertal. Naja, das passt schon hier so. Die werden alle eingleisig. Wird einfach eine eingleisige Rundstrecke mit irgendeinem Regionalzug. Wenn wir die Kohle noch haben, dann würde ich gerne diesen ET30 mal ausprobieren. Dortmund bietet sich hier an. Okay, das wäre vielleicht gar nicht so klug. Wobei, die Strecke, das ist mir auch zu kurz. Da gehen wir direkt nach Duisburg rüber. Ich glaube, das lohnt sich sonst einfach nicht. Okay. Gut, das sollte funktionieren. Hier gehen wir nochmal über den Rhein drüber. Hier haben wir schon eine Brücke. Die ganze Strecke hier hoch. Nehmt's mir nicht übel, liebe Wuppertaler, Dortmunder, Recklinghausener und so weiter, wenn ich euch hier so kleine Bahnhöfe hinstelle. Aber es ist ja nur ein Spiel. Wie machen wir das hier? So müsste es gehen. Ich will nicht immer nur diese benutzen, aber die sind halt einfach am besten. Wobei ich hier für diese Regionalbahn, dann nehmen wir da mal so eine, einfach ein bisschen Abwechslung in die Geschichte bringen. So. Ah, perfekt. Hier gerade hoch. Okay. Und across the Rhine. Nehmen wir auch nochmal so eine. Okay. Dann fehlen uns noch Depots. Dortmund kriegt auf jeden Fall mal eins. Ich würde sagen, hier setzt man nur eins rein. Dann. Das hat uns nicht wirklich was gekostet. Das heißt, wir nehmen diesen ET30. 120 km/h, das ist schon okay. Schauen wir mal, dass wir hier noch was dazwischen hängen, das übliche Setup. Okay, wo sind wir? Der steht in Duisburg. Dann hoffe ich mal, das funktioniert auch so, dass der im Kreis fährt. Denk mal schon, falls nicht, müssen wir halt noch ein bisschen mit Wegpunkten arbeiten. Ich denke mal, das passt schon so. Wir schicken den auch direkt los und haben da einfach mal noch so ein bisschen Auge drauf. Möchte aber auch direkt so ein bisschen die Straßen hier noch erweitern. Vielleicht werden wir dann Essen einfach mit einer Buslinie anschließen. Werden wir sehen. Okay.
Hier wäre natürlich eine Magnetschwebebahn schon noch eine coole Sache. Ja, vielleicht in der Zukunft. Haben wir eh noch nicht verfügbar. Es gibt ja später, das ist jetzt ausgegraut, weiß nicht, ob ihr das erkennt, es wird noch die Einschienenbahn geben und später dann ja, tatsächlich die Magnetschwebebahn. Aber ich glaube, davon sind wir noch ein gutes Stück entfernt. Okay, wir haben immer noch über eine Mille verfügbar, wir haben noch genügend Zeit. Ich würde sagen, den lassen wir mal. Ja gut, ich lasse das Fenster mal noch offen, nicht, dass der noch irgendeinen Mist macht. Aber der soll doch hier erstmal seine Runden drehen. Okay, dann auf nach Rotterdam. Köln nach Rotterdam, das wird eine Direktverbindung. Der Bahnhof kommt hier hin. Und dann machen wir hier nochmal... Hui, was ist da passiert? Okay, haben wir eh nichts mit zu tun. Kann uns eigentlich ziemlich egal sein. Okay. Wir haben ja schon hier diesen Schienenstrang, den erweitern wir einfach. Ach, sieh an. Ach ne, ich dachte, er wäre umgedreht. Ne, ne, passt schon. Der fährt schon im Kreis. Brauchen wir uns keine Sorgen machen. Dann pflanzen wir mal hier einen Bahnhof hin. Zwei Gleise sollten genügen. Wir erweitern den jetzt direkt mal. Vergesse es jedes Mal wieder. Aber zumindest so weit, dass hier auch Post angenommen wird. Das ist mal so, sonst gefällt mir das überhaupt nicht. Okay, das genügt auch sogar. Cool, cool. Ja, direkt eine Brücke drüber. Über die noch nicht vorhandenen Gleise. Okay. Wollen sie auch nicht übertreiben. Wo sind wir denn? Da sind wir. Ein bisschen diagonal. Hier eine Brücke. Dass wir das möglichst gerade zusammenführen. Und hier hoch. Okay. Da nehmen wir jetzt aber schon wieder die schnellsten Brücken, auch wenn wir natürlich von 241 km/h noch sehr, sehr weit entfernt sind. Aber soll der Geiz, wir haben es ja. Dann, wenn wir gerade hier oben sind, kriegt Utrecht noch einen Bahnhof. Okay, wir erweitern den einfach wieder hier mit unseren... Ja, nehmen wir doch mal sowas hier. Reicht noch nicht, so, um die Post abzugreifen. Ja, nehmen wir nochmal sowas hier. Das genügt dann auch. Okay. Fundig, passt. Ja, Depot hier hin. Okay, ist jetzt ein bisschen sinnlos, aber scheiß drauf. Okay. Das wird jetzt natürlich finanziell ziemlich eng. Andererseits, hier brauchen wir jetzt auch nicht die mega starke Lok für die Entfernung. So weit ist es ja doch nicht. Den Dieseltriebwagen können wir uns leisten. Und ich glaube, das machen wir auch direkt. Und da reicht auch, wie... Schauen wir mal die Kosten vergleichen. 23.000, 24.000 knapp. Ja, da reicht. Der rechte Nahverkehr. Ja, da bin ich mir doch ziemlich sicher. Okay. Und ab dafür. Okay.
Okay, und für die Mini-Strecke hier oben. Schauen wir mal. Ja, der ist vollkommen ausreichend. Hat ja gar nicht die Strecke, um wirklich zu beschleunigen, von daher. Das glückt. Postwagen dazu, in der Hoffnung, dass das. Der nimmt Post an, richtig? Ja. Okay. Einer noch. Okay. Los geht's. Und Rotterdam wird gleich mal ein bisschen aufgehübscht. Sowas habe ich auch noch gar nicht verwendet. Schauen wir uns doch direkt an. Okay. Ist doch ganz nett. Dann hier auch noch ein bisschen ausbauen. Maschi. Ist Disney-Chi. Hotel dazu. Was noch, was noch, was noch? Okay. Das soll genügen. Ne, hier geht es mir eigentlich nur um den Bahnsteig. Da. Einfach noch eine Überdachung. Okay. Passt schon. Bisschen lahm die Krücke. Er kommt kaum auf Geschwindigkeit, aber egal. Um Rotterdam kümmern wir uns noch ein bisschen. Die kriegen natürlich auch noch eine Überdachung. Wie sieht's hier aus? Gähnende Leere. Zwei Passagiere, zwei Postsäcke. Okay, das ist nicht die Welt. Ah, wird sich schon alles einpendeln im Laufe der Zeit. Da haben wir doch noch was vergessen. Das geht natürlich gar nicht. So, besser. Okay. Reicht fürs Erste. Die hier gleich noch ein bisschen Schönbauerei betreiben. Die hier nochmal, hatten wir jetzt auch schon länger nicht mehr. Eins, zwei, drei. Passt. Und hier machen wir das ähnlich. Na, sieh an. Haben sie wohl das Westfalenstadion gebaut. 1964? Ich habe keine Ahnung. Straßen, nee, das ist in Ordnung so. Und hier, die kriegen auch noch eine Überdachung. Sollen ja nicht wie die Hunde leben hier in Duisburg. Okay. Schauen wir nochmal in Frankfurt vorbei und versuchen das Einzugsgebiet ein bisschen zu erweitern. Das war natürlich keine gute Idee. Das ist jetzt, zählt natürlich als neuer Bahnhof. Also immer hier direkt dran bauen. Dann wird er einfach erweitert. Ja, weiß auch nicht. Machen wir hier noch. Ja, das passt schon so. Okay. Darmstadt versuchen wir auch noch ein bisschen auszuweiten. Kleines Bahnhofsvorplatzgelände, whatever. Und wo wir schon da sind, werden wir auch hier ein bisschen die Straßen ausbauen. Hier gehen wir, gehen wir direkt mit dem Bahnübergang drüber. Passt auch fürs Erste. Das kann sich sehen lassen. Karlsruhe Nord, naja, ein bisschen stiefmütterlich.
Zumindest ein Dach soll sie haben. Das passt doch ganz gut. Okidoki. Jo, 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 langsam wird's, langsam wird's. Es geht voran. Wieder Zeit für einen Blick auf die große Karte. Ja, dann denke ich, wird das nächste größere Bauvorhaben hier Hannover anzuschließen und hier mal noch so eine Strecke irgendwie runterzuführen. Schauen, wie wir das machen. Oder wir gehen eben hier oben raus, schließen dieses Gleis mal noch an und führen das dann so über, na, ich weiß noch nicht, Osnabrück, Münster, irgendwie an den Kölner Hauptbahnhof dran flanschen. Eine Fernverkehrsstrecke, maximal 2 Stationen dazwischen, vielleicht wirklich Osnabrück, Münster dazwischen legen und das dann mit Hannover verbinden. Ja, so oder so ähnlich werden wir es machen. Folge ist schon wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, schaut gerne beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, lasst euch nicht ärgern, macht's gut.